So sieht es aus, wenn Kirche und Welt sich in angenehmer Atmosphäre treffen. Mehr als 400 Gäste hatten sich zum Jahresempfang des Bischofs angemeldet. Persönlichkeiten aus Kirche, Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Kultur, Medien, die Liste ließe sich fortsetzen. Die Kirche habe zurzeit keinen leichten Stand. Mit dieser nüchternen Feststellung begrüßte Bischof Staza seine Gäste. Wenn Kirche ihren Auftrag jedoch ernst nehme, dann werde sie selten beklatscht und bejubelt. Umso mehr zeigte sich der Bischof von der großen Resonanz auf seine Einladung überwältigt. Für ihn ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität gegenüber der Kirche von Augsburg. Was ich gesagt habe, das meine ich auch. Ich sehe diese zahlreiche Erscheinen auf unsere Einladung hin als eine wirkliche Solidarität und ein, ja, ich habe gesagt, persönliches Bekenntnis. Das tut uns gegenseitig gut, dass wir wissen, hier, es gibt noch andere Themen, die also wichtig sind und vor allem noch wichtiger ist, dass wir nicht bloß über Drucksachen miteinander verkehren, sondern von, wie man so sagt, neudeutsch, von Face to Face und miteinander von Gesicht zu Gesicht spricht. Und das tut gut, jedes Wort und jeder Anblick. Und auch für die Gäste war es viel mehr als ein Pflichttermin. Das ist ein schöner Termin, weil ich vielen Menschen begegne, denen ich sonst nur so mal so beiläufig Grüß Gott sagen kann oder wo man unter Termindruck steht. Das Schöne ist jetzt, dass man nach dem offiziellen Vortrag hier hinterher sich noch austauschen kann und dass man eigentlich auch alle maßgeblichen Leute auf einem Platz hat. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Abend für mich. Er ist mir so wichtig, dass ich nicht nach München gefahren bin, denn eigentlich tagt im Augenblick der Landeskirchenrat, unsere Kirchenleitung. Und ich bin ja Mitglied der Kirchenleitung. Aber ich habe für heute Abend abgesagt und komme erst morgen früh dann mit dazu, weil mir die ökumenische Begegnung heute Abend sehr wichtig war. Die Tatsache, dass mein Cousin Konrad hierher gekommen ist, war für uns alle eine große Freude. Er hat ein ganzes Leben lang in einem anderen System den Beruf gelernt, den er mit großer Leidenschaft und großer weltanschaulicher Prägung ausbaut. Und dieser andere Lebenslauf, das ist etwas, was mich immer wieder reizt, mit ihm zu diskutieren. Den offiziellen Teil umrahmte der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben unter Leitung von Domkapellmeister Reinhard Kammler mit feierlichen Stücken aus der Renaissance und dem Barock. Gastredner war in diesem Jahr Professor Richard Schenk. Der amerikanisch-deutsche Dominikanerpate ist seit 2 Jahren Präsident der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In einem anspruchsvollen Vortrag zum Thema Kirche und Bildung ging er auf das Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils ein. Den einen gingen damals die Reformen zu weit, anderen nicht weit genug. Heute aus der Distanz von 50 Jahren könne man jedoch wieder eine neue Art der Nähe finden und die Polarisierung oder Zweistimmigkeit, wie Schenk sagt, überwinden. Im Hinblick auf den kirchlichen Bildungsauftrag bedeutet das ein Geben und Nehmen in der Welt von heute. Man wird mit der Identität, die man besonders auch vielleicht in eigenen Institutionen gewinnen kann, auch davon profitieren, dass man etwas in die Welt hineinbringen kann, aber auch vieles von dieser Welt empfangen kann. Und das ändert diese Identität, genau wie diese Identität uns ermöglicht, in Beziehung zu treten. Man muss irgendwie ein Selbst sein, um dem anderen etwas zu bieten, was ihm oder ihr auch Gewinn bringt. Wolle die Kirche ihrer Solidaritätspflicht gegenüber der Welt nachkommen, genügten theologische Einsichten allein nicht, so Schenk. Es müsse auch ein Dialog mit Fachdisziplinen, zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaften, dazukommen. Eine Aussage, die auch unter den Gästen Zustimmung fand. Nun, der Vortrag hat auch für mich einiges geboten als Wirtschaftspolitiker. Die Frage, inwieweit soll, kann und darf sich Kirche oder muss es sich sogar in das tagespolitische Geschäft einmischen. Und es war für mich interessant, eine Aussage, ja, sie muss es tun, sie sollte es tun, sie sollte sogar die Kompetenz abfragen, die in diesen Bereichen vorhanden ist, also in der Politik, nicht ex cathedra, sondern in enger Abstimmung aber und durchaus die Kompetenz abfragen, die beispielsweise in den Wirtschaftswissenschaften oder in den Sozialwissenschaften vorhanden ist. Wir sind mitten in der Gesellschaft und stehen mit der Gesellschaft in einem kontinuierlichen Austausch und haben aber Acht zu geben darauf, dass wir nicht in der Gesellschaft aufgehen. Macht euch dieser Welt nicht gleichförmig, hat der heilige Paulus gesagt. Also mitten in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Und das habe ich heute im Vortrag auch herausgehört. Ich denke auch an die vielen Einrichtungen, die sonst unterhalten werden, angefangen von Kindergarten
bis hin zu Pflegeheimen, die die Kirche managt. Das ist eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Ob im sozialen Bereich, in der Bildung oder in der Gesellschaft, aus Sicht des Augsburger Bischofs solle die Kirche das ihr eigene vertreten und verkünden. Das heißt nicht zugleich, dass wir meinen, alles zu wissen, alles zu können. Aber dass wir an der Stelle sind, wo wir gebraucht werden. Und diese Stellen sind unzählige. Überall, wo ein Mensch ist, überall, wo Menschen zusammen sind, wird unsere Botschaft dringend gebraucht. Kirche und Welt müssen also nicht im Gegensatz zueinander stehen. Vielleicht war das ja in mehrfacher Hinsicht die Botschaft an diesem Abend.